Zwei Wochen vor dem offiziellen Start von Spy Family Code Red durfte ich den Film im Kino sehen und jetzt, wo das Embargo aufgehoben wurde, kann ich endlich darüber reden, wie ich ihn fand. Vor der Vorstellung war ich ziemlich aufgeregt, weil ich zum einen ein großer Fan von dem Anime bin und zum anderen, weil es meine allererste Pressevorführung war und ich hatte noch gar keinen Plan, wie sowas überhaupt abläuft. Der Ablauf war aber dann relativ entspannt. Ich bin im Kino angekommen, habe mich angemeldet, dann musste ich noch ein paar Sachen unterzeichnen wegen der Geheimhaltung und dann ging es mit einem Getränk auch schon in den Kinosaal, wo der Film direkt angefangen hat, was sich ziemlich merkwürdig angefühlt hat, weil man ja eigentlich gewohnt ist, noch Werbung und Trailer zu sehen. Aber naja, kommen wir zum Film. Spy Family Code Red fand ich richtig gut und er hat mir verdammt viel Spaß gemacht und ich kann den Film jedem empfehlen, der auch Fan vom Anime ist. Ich finde, dass Filme zu Anime-Serien oft das Problem haben, dass sie sich nicht so anfühlen wie die Serie, aber Code Red fühlt sich zu 100% wie Spy Family an. Es ist quasi eine richtig gute Folge, die aber statt 25 110 Minuten geht. Und trotz der 110 Minuten fühlt sich der Film an keiner Stelle irgendwie langweilig an, weil die Geschwindigkeit des Storytellings und die Abwechslung zwischen ruhigeren und actionreichen Szenen schön ausgewogen sind. Wer also den Anime mag oder generell Bock auf Feel-Good-Animes hat und bei Pipi-Kaka-Humor zumindest schmunzeln muss, weil der wird wortwörtlich vorkommen, der wird auf jeden Fall Spaß mit dem Film haben. Und wer den Anime noch gar nicht kennt, bei Spy Family geht es um eine Familie, die sich zusammensetzt aus einem Agenten, einer Auftragskillerin, einem Mädchen, das Gedanken lesen kann und einem Hund, der hell sehen kann. Und der besondere Kniff daran ist, dass keiner die Geheimnisse des jeweils anderen kennt. Also so ein bisschen wie bei Mr. und Mrs. Smith, nur anders. Und sollte jetzt euer Interesse am Film geweckt sein, dann empfehle ich euch aber noch, davor die ersten Folgen der Serie nachzuholen. Zwar werden am Anfang des Films die ganzen Charaktere kurz vorgestellt, aber der Film macht definitiv mehr Spaß, wenn man die ganzen Figuren und ihre Charakterzüge schon kennt. Und an all diejenigen, die schon Fan vom Anime sind, wer ist eigentlich euer Lieblingsnebencharakter? Meiner ist Becky, weil die Fan von Verliebten Berlin ist und ich das damals auch immer geguckt habe und es immer mega cool finde, wenn sie irgendwelche Referenzen dazu raushaut.